Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, was ein Balkonkraftwerk ist. Also eigenen Strom herstellen, Guerilla-PV, Guerilla-Photovoltaik oder Stromzählerbremse. Ist das erlaubt? Was ist denn so ein Balkonkraftwerk? Ja, ich möchte versuchen, ein wenig Licht in eure eventuelle Ahnungslosigkeit reinzubringen. Seit paar Jahren interessiere ich mich für diese kleinen Anlagen, weil eine große eben für mich nicht in Frage kommt. Ausgelöst vor ein paar Monaten durch 1000 Euro Stromnachzahlung, Kühlschrank war defekt, konkretisierte ich endlich meine Stromkostenreduzierungen. Meine letzten Videos auf diesem Do-it-yourself-Kanal Bastelei. Ja, und ich bin Wolfgang Ley. Tja, was ist nun so ein Balkonkraftwerk? Ja, manchmal wird es auch Guerilla-PV genannt oder Stromzählerbremse, wie gesagt. Inzwischen hat sich's im Markt etabliert und ich glaube, es war nie illegal, es war einfach nur umstritten. Es ist so eine kleine Photovoltaikanlage, die einfach an deine Steckdose angeschlossen wird. Besteht aus drei Teilen, aus dem Modul, aus dem Wechselrichter und aus ein paar Anschlusskabeln. Das PV-Modul, das Photovoltaik-Modul, hat 1 Meter Breite und ungefähr 1,70 Meter Länge. Es produziert Gleichspannung, die über diesen Wechselrichter in unseren üblichen Wechselstrom umgewandelt wird. Und deine Verbraucher nutzen ihn einfach und beziehen um deinen selbst erzeugten Betrag weniger vom teuren Strom aus dem Netz. Und das ist der Punkt, wo du sparst. Ja, diese kleinen Photovoltaikanlagen für die Steckdose werden auch Mini-PV-Anlagen oder auch Mikro-PV-Anlagen genannt. Also PV steht für Photovoltaik. Kraft der Sonne, sie schickt 1000 Watt pro Quadratmeter. Und meist wird unterschieden Photovoltaik für Strom und Solaranlagen stromlos zur Wassererhitzung, also Solarthermie. PV-Anlagen mit Erträgen im Kilowattbereich benötigen eine aufwendige Elektroinstallation mit einem Einspeisevergütungsvertrag, sonst hat es keinen Sinn, ja? Dagegen speisen Balkonkraftwerke den aus Sonnenlicht erzeugten Strom über eine einfache Steckdose irgendwo in deinem Haus ins private Hausnetz ein. Ja, und diese Mini-PV-Anlagen unterliegen in Deutschland der VDE-Norm, nämlich der DIN VDE 0100-551-1 und der VDE ARN 4105. Die Montage und den Anschluss dieser Balkonkraftwerke darf jeder durchführen. Den Toaster, der viel mehr Leistung und viel mehr Watt hat, den darfst du ja auch selber einstecken in die Steckdose. Wenn wir nun unser Balkonkraftwerk VDE normgerecht montieren, sollte in Deutschland diese WLAN-Steckdose ab 900 Watt montiert sein und bis 600 Watt reicht die Schokosteckdose. Darüber allerdings streiten die Fachleute noch ein bisschen. Ich nehme an, dass sich das nächstes Jahr mit der Energiewende endlich ändert. VDE ist ja lediglich ein Verein, der durchaus sinnvolle Empfehlungen ausspricht. Mir kommt es aber sehr verdächtig vor, dass diese WLAN-Steckdose nur ein Hersteller produziert, nämlich WLAN. Wozu, bitteschön, war es in Deutschland nötig, diese WLAN-Stecker einfach von WLAN zu kopieren und die abgeflachte Rundung durch die Dreiecksform zu ersetzen? Ja, bester Beweis, dass hier gegen EU-Interessen gearbeitet wird, um deutschen Fabrikanten Umsatz zuzuschustern. Würde mich auch nicht wundern, wenn diese beiden Stecker aus der gleichen Fabrik in China kommen. Nicht aufregen, das ist meine Meinung, schreibt eure mal in die Kommentare.
Balkonkraftwerke sind auf maximale Ausgangsleistung bis 600 Watt ausgelegt. Und Balkonkraftwerke können ohne Probleme in Reihe geschaltet und auch auf größere Leistung kombiniert werden. Die Maximalleistung ist die Wechselrichterleistung. Die Wechselrichterleistung ist die relevante Leistung, die die Einspeisung begrenzt. Die Photovoltaikmodule bringen ihre Maximalleistung leider nur in wenig günstigen Sonnensituationen. Deshalb empfiehlt es sich, die Photovoltaikmodule größer zu dimensionieren, bei mir 370 Watt Peak pro Stück, und der Wechselrichter begrenzt dann auf 300 Watt und ich habe es mal 2, also 600 Watt. Wenn man also 2000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr hat, sollte man zu 600 Watt Peak tendieren, wenn man den benötigten doppelten Platz hat. Faustregel: 2000 bis 4000 Kilowatt pro Jahr 300 Watt Balkonkraftwerk, 4000 bis 7000 Kilowatt Verbrauch pro Jahr 600 Watt Balkonkraftwerk. Alles passiv, das heißt, du lässt das Ding einfach laufen. Mehr Leistung, mehr Balkonkraftwerke sollten aktiv begleitet werden. Aktiv heißt, Geräte einschalten, wie Geschirrspüler, Waschmaschine etc., wenn die Sonne scheint, damit wir keinen Strom verschenken. Also um 14 Uhr und nicht um 19 Uhr. Die Verbraucherzentrale Hessen geht davon aus, dass 10-15% des Stromverbrauchs sogenannte stille Verbraucher sind. Ja, Standby-Geräte, Kühlschrank, Kühltruhe, Heizungspumpe, halt alles, was Strom verbraucht, wenn ich selbst nicht im Haus bin, also passiv. Man bezeichnet das auch als Grundlast. So ein Balkonkraftwerk kann also durchaus an einer simplen Schokosteckdose betrieben werden. Es gibt Experten, die das für sicher halten. Alle Wechselrichter, die in Deutschland angeboten werden, haben diesen NA-Schutz, der in Sekundenbruchteilen abschaltet, wenn beim Rausziehen kein Netz mit 240 Volt und die 50 Hertz vom Wechselrichter erkannt werden. Dieser Netz- und Anlagenschutz, also dieser NA-Schutz, trennt im Fall einer erheblichen Netzstörung eine Photovoltaikanlage vom Netz. Bei den Balkonkraftwerken wird immer wieder das Risiko eines Stromschlags am Schuko-Stecker der Solargeräte angeführt. Also wenn ich das Ding rausziehe, dass ich einen Schlag kriegen sollte. Wechselrichter mit NA-Schutz schließen das grundsätzlich aus, da in schon nach 0,2 Sekunden keine gefährliche Spannung am Stecker anliegt. Stecker-Solargeräte mit NA-Schutz führen zu keinerlei Gefahr für Leib und Leben. Beim Schuko-Stecker können die Kontaktstifte von der Seite her nur so lange berührt werden, solange sie noch nicht in die Kontaktleisten, in diese Metallteile eingetaucht sind. Ich persönlich halte es für übertrieben, dennoch empfehle ich auch diese super Sonder-WLAN-Steckdose. Ab 900 Watt ist sie vorgeschrieben. Denn wenn es wirklich mal zur Überlastung deines Hausnetzes kommen sollte, durchaus auch wegen völlig anderer Ursache, ein Brand zum Beispiel, dann könnte es zu versicherungsrechtlichen Problemen kommen. Von Balkonkraftwerken ist in Europa bisher überhaupt noch nichts dergleichen bekannt geworden. Diese Obersicherheits-VDE-Experten, die sollten sich lieber mal über diese Schuko-Steckdosen Verbesserungsgedanken machen. Seit 1925 gibt es das Ding und ist nicht verpolungssicher. Das sind manche Länder im Ausland ein Stück weiter. Die kannst du in England und in den USA, meine ich, nur in eine Richtung reinstecken. Nicht einmal festgelegt ist in Deutschland, ob die Phase rechts oder links angeschlossen wird. Ja, und was ist denn nun dieses WP, dieses Watt Peak? Der Peak ist die Maximalleistung, der Maximalausschlag, die Spitzenleistung. Ja, in den USA gibt es Berge, die heißen Peak. Und Peak bedeutet Gipfel. Dieser Maximalausschlag wird im Betrieb so gut wie nie erreicht. Höchstens bei optimaler Ausrichtung der Module. Bei
optimaler Umgebungstemperatur, bei optimalem Wetter. Ja, und selbst unter diesen Laborbedingungen werden die Werte leicht darunter liegen. Zweifel? Wen wundert's? Bei diesem Durcheinander. Jeder weiß was in Deutschland, ja. Und welches Balkonkraftwerk soll ich denn nun nehmen? Diese VDE-Norm, diese Steckerdiskussion, Fachbegriffe wie Watt-Peak. Das kann dich als Interessenten schon verunsichern. Verständlich, dass unsere regionalen Energieversorger nicht zur Aufklärung beitragen. Im Gegenteil, die wollen ja mehr Umsatz und du willst weniger. In Marburg kriegst du 150 Euro dazu von der Stadt Marburg. In Gießen bei meinem Energieversorger, da findest du überhaupt nichts auf der Homepage. Du solltest in jedem Fall zu einem VDE-konformen Balkonkraftwerk greifen. Falls es wirklich mal zum Brand käme, wärst du mit dem anderen aus China oder sonst woher versicherungsrechtlich garantiert im Nachteil. Im Vorfeld empfehle ich die Ermittlung deiner Grundlast und deines Monats- und Jahresverbrauchs. Ich ermittelte meine Grundlast komfortabel mit meinem Jules-Gerätchen, das gibt es seit 10 Jahren, kannst du auch im Internet mal danach suchen. Das wird also huckepack auf meinen Hausstromzähler geklebt und es zeigt dann komfortabel den aktuellen Verbrauch auf dem Handy oder auf dem Computer an. Ich hatte 170 Watt Grundlast im Haus, auch als alles aus war, also keine Waschmaschine lief, kein Herd, kein Fernseher, 170 Watt. Und um 20 bis 30 Watt konnte ich reduzieren mit einem Stubendurchgang. Ich ging also durchs Haus und hier und da steckte der Einfachheit halber aus Bequemlichkeit mancher Standby-Stromfresser immer noch in der Steckdose und wird seit Monaten nicht benutzt. Und mit so einem Verbrauchsmesser stellte ich fest, dass unser Hauptfernseher im Betrieb 60 Watt verbraucht und mein alter im Büro bereits im Standby für die LED 20 Watt. Obwohl ich den nur einmal im Monat benutze für eine Stunde. Also wenn deine Grundlast gegebenenfalls 200 Watt ist und im günstigsten Fall dein Balkonkraftwerk 600 Watt erzeugt, mittags im Sommer, wenn du da nicht eine Waschmaschine anstellen kannst, verschenkst du 400 Watt. Die 400 Watt wandern nämlich ins Netz, ohne dass du eine Vergütung dafür bekommst. Das ist das Grundprinzip dieser Mini-PV-Anlagen, dieser Balkonkraftwerke. Ja, okay, das ist eben unser Beitrag zur Energiewende und auch zur CO2-Reduzierung. Aber das Ziel, zumindest für mich, muss sein Eigennutzung. Ab 3000 Kilowattstunden pro Jahr und 1000 Euro Stromkosten könnte eine 600 Watt Peak Anlage Sinn machen. Für uns als Rentner ebenfalls. Wir sind tagsüber, wenn die Sonne maximalen Ertrag beschert, zu Hause und können den Geschirrspüler dann um 14 Uhr eben starten und nicht um 19 Uhr. Ein modernes, hochwertiges PV-Modul mit 370 Watt Peak macht keinen Sinn an einem 250 Watt Peak Wechselrichter zu betreiben. Damit verschenkt man die erzeugte Leistung. Oder anders gesagt, ein überdimensioniertes Modul hilft bei nicht so guten Lichtverhältnissen, möglichst viel Strom dem Wechselrichter zu entlocken. Umgekehrt ist es auch nicht ratsam zu betreiben. Ein zu großer Wechselrichter würde zu häufig in seinem niedrigen Teillastbereich arbeiten. Also idealerweise liefert das Modul etwas mehr als der Wechselrichter. Vor allem, weil durch häufige Bewölkung, Verschattung im Winter, weil eben ganz oft diese Maximalleistung nicht erreicht wird. Und dann das Anmelden des Balkonkraftwerks. In Deutschland muss oder sollte man seine Anlage anmelden. Im Marktstammdatenregister und
formlos beim lokalen Netzbetreiber. Also einfach nur, hallo, ich habe jetzt ein Balkonkraftwerk, ja, und vielleicht noch den Typ dazu schreiben. Guerilla-PV, es hört sich ja schon verboten an, ist das überhaupt erlaubt? Jawohl, seit 2018. Allerdings maximal die 600 Watt Peak. Ja, und über diesen Anschlussstecker, Schuko oder Wieland, da besteht immer noch etwas Uneinigkeit und ich rechne damit, dass nächstes Jahr, wenn die neue Regierung da richtig Gas gibt, sich endlich was ändert. Ja, da haben wir da zwei Vereine. Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V., ein Verein, DGS, steht dem anderen Verein, dem VDE, also dem Verband der Elektrotechnik und Elektronik, Informationstechnik e.V. entgegen. Allerdings gelten die VDE-Regeln als allgemein anerkannte Regeln der Technik. Im extremen juristischen Streitfall werden diese nämlich herangezogen. Da hilft mir die DGS und die Tatsache nicht weiter, dass der Schuko-Stecker auch nur eine Kontaktierung ist, wie die eben sagen. Und an den 30 Euro für diese blöde WLAN-Steckdose ab 900 Watt ist vorgeschrieben, na, das soll es mir auch bei einem 600 Watt Peak-Anlage, soll es mir da dran nicht liegen. Ich konnte es selbst installieren. Muss man allerdings einen Elektriker dafür holen, ist man schnell 150 Euro, also 20% der Gesamtkosten, los. Ja klar, unsere Netzbetreiber wollen das nicht. Mit unseren vielen besonderen Bestimmungen in Deutschland wird eben vieles vermiest. Immerhin muss man nicht mehr ein Gewerbe anmelden, wenn man mit einer größeren Photovoltaikanlage unter 5000 Watt Peak bleibt. Der Ertrag wird einfach in der Steuererklärung abgefragt. Montage des Balkonkraftwerks. Das komplizierteste ist wohl eine Ziegeldachmontage. Das einfachste, eine 35 Grad Aufständerung auf dem Garagendach. Hängend an der Balkonbrüstung ist auch simpel. Ja, und was machen wir denn, wenn das Balkonkraftwerk nun zu viel Strom hergibt? Der oder die Wechselrichter geben die Leistung vor und begrenzt in Deutschland auf die erlaubten 600 Watt. Warum denn nur 600 Watt? In Deutschland sind unsere Hausstromkreise üblicherweise mit 16 Ampere abgesichert. Die Sicherung aber ist im Hausanschluss, bei mir im Keller und bei euch bestimmt auch. Wenn nun ein entsprechender Verbraucher angeschlossen ist und der knapp 16 Ampere zieht und mein Balkonkraftwerk zusätzlich 600 Watt einspeist, haben wir diese 600 Watt geteilt durch die 230 Volt, dann sind wir da bei 2,6 Ampere plus die 16 Ampere, sind wir bei 18,6 Ampere. Ja, und diese 18,6 Ampere könnten in diesem Extremfall in unseren Stromkreis fließen, ohne dass die Sicherung im Keller auslöst. Aber 18,6 Ampere ist jedoch für unsere normalerweise auf ordentlichem technischen Stand befindlichen Elektroinstallationen noch okay. Also der ganze Nachkriegskram, der ist ja rausgeflogen. Unser Hausnetz verkraftet dies laut den Spezialisten, die deshalb auf 600 Watt begrenzt haben. So, meine lieben Abonnenten und ihr, die es noch werden wollt, ich danke für euren Klick da unten links, ne, und lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und das Abo ist kostenlos. Du musst bei Google angemeldet sein, wenn du Kommentare hinterlassen willst. Aber es ist völlig ungefährlich. Also Daumen hoch, auch wenn dir mein Vortrag nicht gefallen hat.
und schreibt uns allen einen Kommentar. Und wie immer, macht's gut und bye bye, sagt der Bastelei.